Ahoi Busliebhaberinnen und Busliebhaber und herzlich willkommen zu Let's Play Fernbus Simulator. Ja, und wie man hier unscharf erkennen kann, befinden wir uns im Routenscreen. Das kann nur eines bedeuten, wir starten eine neue Route. Ja, genau. Das machen wir. Also das hatte ich auf jeden Fall vor, mit euch zu am tun. Und zwar, ich habe mir gedacht, vielleicht nehmen wir mal irgendwie so eine Tour von den Orten, ja, an denen wir am seltensten waren. Aber wenn ich mir das hier so angucke, welche können das denn gewesen sein? Moment, Kassel ist immer noch eine Baustelle, hatten die nicht schon vor etlichen Jahrzehnten mal gesagt, dass man dort auch langfahren kann? Ich weiß es nicht. Vielleicht hier so eine zentral-mitteldeutsche Rundfahrt, irgendwie sowas? Vielleicht so Erfurt, Leipzig, Halle, Braunschweig, Hannover? Sowas? Haben wir, glaube ich, auch noch nie so, ne? Irgendwie. Hier Latsch. Hau. Mortebusch. Braunschweig. Hannover. Kassel. Also, das wundert mich jetzt. Okay. Aha, Rundtour ist also nicht so angesagt. Gut, dann starten wir in Leipzig und machen eine Rundtour bis nach Erfurt, oder? Was meint ihr? Ich denke, das wäre doch durchaus mal einen Versuch wert. Oh Gott. Ja, so, hier, Dings, ne? Latsch Erfurt, jawohl. Zeitnah starten wir vielleicht mal etwas eher. Mal 7.30 Uhr, komm, das ist doch so eine gute Zeit. So, anwenden. Datum. Den 22. Ja, Wetter dynamisch, Schwierigkeit Benutzer. Das sieht doch gut aus. Dann lasst uns mal loslegen. Ja, sind wir mal gespannt, was uns heute im Fernbus-Simulator erwartet. Das ist ja, wie ihr alle wisst, immer so ein kleines, ja, Glücksspiel ja schon irgendwo, ne? Am meisten gibt es Routen, da ist okay. Dann gibt es Routen, ja, da treibt es einem die Wutesröte ins Gesicht. Die Zornesröte. Zorn. Zorn ist so ein tolles Wort, oder? Zorn. Ja. Ich weiß auch nicht, ich rede wieder Blödsinn. Aber irgendwas muss doch geredet werden, während der schöne Ladebildschirm uns hier mit seinen wundervollen Farben beglückt. Was? Der Ladebildschirm beglückt uns? Ja, nicht direkt beglücken, er beehrt uns. So, ja. Oh Mann. Naja, gut. Ist halt so, ne? Ja, unser Gewinnspiel, das läuft ja noch. Und, oh Moment, jetzt muss ich gerade mal. Doch, das läuft noch. Auch wenn diese Folge ausgestrahlt, also online geht, ja. Ausgestrahlt wird ja, bist auch ein bisschen verstrahlt, ne? Ja, aber nur ein bisschen. Nee, auf jeden Fall läuft das Gewinnspiel noch. Und ich drücke euch allen die Daumen und bitte teilt es mit euren Freunden, sodass jeder auch eine Chance hat, da mal mitzuspielen, zu gewinnen. Nicht wahr? Das
würde mich sehr, sehr freuen. Und da sind wir ja auch schon, in Anführungsstrichen, an unserem Bus angelangt. Na gut, so, auf geht das hier. Hinein in das gute Stück. Huch. Jawohl. Jawohl. So, bereiten wir hier schon mal alles vor. Wir wissen ja, wie verwöhnt unsere Fahrgäste immer sind. Ja. Sonst, die haben ja sonst immer irgendwie. Irgendwas ist dann sonst ja immer, ne? Kennen wir ja. Das wäre dann ja wiederum wirklich nichts Neues. So. Willkommen in Leipzig. Ja, Leipzig, ne? Bundesliga technisch. Wow. Das ja auch. Also, von wegen Geld schießt keine Tore. Hm, ja, na gut. Bundesliga, das ist eh so ein Fall für sich. Ich weiß nicht. Also, ich gucke ganz gern mal Fußball, aber ich habe jetzt auch keine Mannschaft, die ich groß favorisieren würde. So ein bisschen Lokalpatriotismus Köln, ja, aber das hält sich dann auch in Grenzen. Also, pff. Nee, weiß ich nicht. Das, weiß ich nicht. Das ist nicht so. Wie gesagt, Fußball gucken gern mal. Aber Fan sein jetzt nicht direkt. So. Interessierter Beobachter. So tätig das. Tätig das mal beschreiben. Ist aber hier, ich wollte gerade sagen, ist aber diesig. Huch. Sollten wir vielleicht mal ein bisschen den Scheibenwischer anschalten? Genau, das hatten wir jetzt in den letzten Folgen von On the Road. Auch ein wenig, oh, ich sag mal so, schlechteres Wetter. Das sich allerdings noch nicht quasi auf die Scheibe niederschlug. Nein, nein. Das hatte dann nur Auswirkungen rein optischer Natur. Und die auch nur in Form von fallendem Regen. Auf der Straße sah man das auch noch nicht so wirklich und auf den Scheiben, wie angesprochen, eben auch noch nicht. Aber wie gesagt, das ist Early Access bei On the Road. Also ich glaube, da kann man ganz guter Hoffnung sein, dass das doch dann eventuell auch demnächst nochmal kommen wird. So hoffe ich zumindest. Hier ist aber auch eine Ampel nach der nächsten. Nicht wahr? Kaltes, nicht klares Cola-Mischgetränk. Ja. Nicht, sonst geht's. Alles gut. Achso, ich muss da hinten rum. Dresden verwirrt mich immer. Ach, Dresden sag ich schon. Leipzig, seht ihr, ich bin schon so verwirrt. Oh. Was? Jetzt sag nicht, ich hänge hier fest. War hier gerade am gucken, weil das Kabel vom Mikrofon über die Tastatur hing und ich gerade Gefahr lief, alles umzuwerfen. Ich muss das noch mal ein bisschen hier mit meinem Equipment
optimieren, sag ich mal. Ich brauche auch noch so einen, am besten einen Decken- oder einen Wandhalter für meinen Monitor. Das muss alles nochmal umgebaut werden. Ja, aber es ist auch immer alles eine Kostenfrage, zumal ich ja auch dieses Jahr noch groß aufrüsten möchte. Und, naja. Ne? Ist halt nicht so günstig. So. Oh oh, ja, das. Hä? Wie führt der mich denn hier lang? Ach so. Okay, verstehe, warte mal. Wir hätten so rumfahren müssen, ja, okay. Ich hab's kapiert. Es hat gedauert, aber. Schaffen wir das? Nee, auf keinen Fall schaffen wir das. Müssen wir das anders machen? So. Jetzt müssten wir es schaffen, jawohl. Fahren wir nun mal hier rein. Ja, sehr schön. So wird's was. Na. Benimm dich, lieber Bus. Ja. Machen wir mal. Ich wollte gerade sagen. Wieso kann ich die Maus, den Kopf nicht, also, ihr wisst, was ich meine. Wieso kann ich hier nicht drehen? Gepäckluken. Und dann, hallo? Mahlzeit, mein Ticket. Ja, Moment, ich bin sofort online, dann... Geht das auch direkt los hier? Jawohl. Ja, bitte sehr. Das sieht gut aus. Ja, Kollege, konntest du halt nicht online hier? Mein Gott, ey. KLM, ja, es ist. Hallo, geh hoch. Was hat er gesagt? Kassel, ne? Ja. Ja, bitte, bitte. Lady? Mahlzeit, bin ich hier richtig? Halle. Fahren wir über Halle? Ja, ich glaube wohl. Danke sehr. Ja, das ist... Gut, wenn das, ich hoffe, ich bin hier richtig. Und wenn das Kurzzeitgedächtnis mäßig funktioniert. Ich benötige noch ein Ticket für dich. Ja. Na. Was? So, na. Controlletti natürlich. Tschupp. Tschupp. Dankeschön. Bitteschön. Guten Tag. Servus, Sie wollen bestimmt mein Ticket sehen. Das möchte ich. Auf geht's. Ja, ab geht's. Tag, fahren Sie in meine Richtung? Mach ich. Ciao. Ciao. Huch. Mahlzeit, hier mein Ticket. Jawohl. Danke. Bitte. Bitte sehr. Danke sehr. Danke. Danke auch. Hi, das Ticket. Bitte schön. Ja, danke. Ciao. Ciao. Ja, herrlich, herrlich. Na, sie juckt. Oh Gott. Was ist hier los, ey? Manchmal, weißt du, hier, komm. Danke. Ja, danke. Und hinein. Schabupp. Ach je. Abfahrt 9. Was? Kann das sein? Abfahrt 9.25 Uhr. Wir haben 7 Uhr. Hä? Ah, der hat bestimmt noch Erfurt.
Das ist ja mal auch. Naja, nee, dann. Dann machen wir das mal hier so. Nicht wahr? Ja. Machen wir das hier so. Hallo und herzlich willkommen. Genau, schalten die Ansage an. Wir freuen uns, dass ihr schalten den Scheibenwischer aus. Unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir setzen den Blinker schon mal in die richtige Richtung. Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallung. Und warten dann euch deshalb während der gesamten auf die korrekte Abfahrtszeit. So lange können wir uns. Wieso fahren die denn da wieder nicht? Ah doch, jetzt. Es hat sich nur mal wieder ein wenig angestaut. Unser Reisetipp fürs Internet. Schaut's doch nee, mal nee, auf nee, immer das Gleiche. Unser Team freut sich riesig über eure Likes. Ja, unser Team. Ich freue mich übrigens auch immer riesig über eure Likes und Kommentare. Über jedes Abo selbstverständlich auch, ne? Da war das berühmte Smartphone, da ist die Zeit, jawohl. Dann würde ich sagen, können wir die Fahrt starten? Was? Wieso? Achso. Gut, wir könnten die Fahrt starten, wenn wir könnten, aber... Wisst ihr, was wir machen? Psst, aber nicht fahren. Was höchst Illegales. Wir drängeln uns einfach vor. Zack. Glücklicherweise haben wir auch grün. Und es ist nichts passiert. Hammer, oder? Ja. So, Leute, ne? Bitte im Straßenverkehr nicht nachmachen. Das war höchst illegal. Ah, hier. Green Wave. Grüne Welle. Juhu. Ja, so viel zur grünen Welle. Hat sich das auch schon wieder erledigt. Sehr, sehr schade. Aber gut, kann man nichts machen. Ich meine, wenn rot ist, dann kann man sich entscheiden, ob man es als rot akzeptiert oder auch nicht. Wäre wirklich interessant, wenn es hier dann nochmal noch Polizisten gäbe, die, wenn sie sehen, dass du bei rot über die Ampel fährst, hier zack erstmal, ne? Einen auf drauf geben. Oder einen Ampelblitzer. Der dich blitzt, wenn du bei Rot drüber fährst. Solche Geschichten. Natürlich nicht an jeder Ampel, sondern alles so. Ja, Zufallsgeneratormäßig wäre vielleicht eine coole Lösung. Aber bevor man das realisiert, sollten vielleicht auch erstmal die ganzen anderen Fehler ausgemerzt werden. Dann könnte das ein absolut grandioses Spiel werden, ja. Huch. So, ja, immer ein bisschen vorher stehen. Also, ich bleibe ja meistens etwas vor der Linie stehen. Ganz einfach, damit ich unten noch sehen kann, wann grün ist. Ja? You know what I mean. Ne? Ja. Bist du schon ein Fuchs? Naja, manchmal. Also, geht so. Also, ne? Ach, guck, bis nach Halle sind nur 47 Kilometer. Ist ja ein Katzensprung. Eine Sprungkatze. So. Wow. Ich wollte gerade sagen. Bin ja begeistert. Ah, hier ist 70, okay.
da vermute ich dann mal. Huch. Haben wir gerade etwas überfahren? Ja. Oh, eine rote Ampel haben wir überfahren. Ach, und ein Karnickel, aber sonst. Sonst haben wir nichts überfahren. Nee, nee. Alles verschüttet. Danke. Das tut mir leid. Ich habe mich erschrocken, weil auf meinem Handy gerade ein eingehender Anruf angezeigt wird. Kann ich jetzt leider nicht rangehen. Tut mir leid, Tiffy. Ich melde mich später. Ja. Ne? So viel dazu. So. Hä? Ich hab schon wieder Hallus. Ich hatte gerade einen kurzen Moment den Eindruck, der LKW würde stehen bleiben, aber... Nee. Glücklicherweise hat er das dann doch nicht getan. Oh je, ich sehe Leitplanken. Links und rechts. Das ist nie gut. Ich fahre mal besser in der Mitte. Oh, das ist auch nicht gut. So. Ja, was wollte ich sagen? Genau, Gewinnspiel hatte ich erwähnt, ne? Kann ich immer, oder kann ich nur nochmal wiederholen. Immer schön teilnehmen, immer schön mitmachen. Seid dabei, dann könnt ihr auch Kirmes machen hier. Hat der Arsch Kirmes und so. Was? Was hat er gesagt? Voll der Schwein. Ja, voll der Schwein. Genau, mindestens. Das heißt dem Schwein. Echt? Ja. Dem Schwein. Ja, ich weiß. Ja, das ist ja gut. Sollen wir den noch überholen? Ne, komm hier. Keine Experimente. Wir wissen, wo das hinführt. Nicht wahr? Das endet meistens tragisch. Oh fuck. Jawohl. Da wurde der Polizeiwagen dann aber auch wohl geblitzt. Das kann ja wohl anders gar nicht sein. Wieso bremse ich jetzt? Weil die grüne Ampel ist, oder? Jetzt langsam wird es hier... Nein. Och, nö. Jetzt stehe ich gerade und denke, ach komm, trinkst doch mal einen Schluck. Ja, am Popo. Geht's direkt weiter hier. Na gut, ich bin ja froh darum, weil, ne? Weil besser ist. So. Ach so. Okay, ist ein Kreisverkehr. Wusste ich nicht. Huch. Mhm. Dann geht's jetzt hier. So. Ah, da. Okay. Stimmt, hier waren wir mal, aber da war es, glaube ich, nachts. Und da waren die Dinger richtig schick beleuchtet, irgendwie so im Blau, ne? Wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. So. Wunderbar. Haben wir unsere erste Station
erreicht. Ja, dann würde ich sagen, für diese Folge, das passt ja wie die Dings, ne, aufs Auge, würde ich sagen, für diese Folge verabschiede ich mich von euch. Haltet die Ohren steif, habt eine geile Zeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Tetragamer Marcel. Ciao, Leute.